Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, wir sind bei Part 19 von Lunas Legacy. Im letzten Part haben wir einen kleinen Kindergarten im Reich der Magie gebaut und können jetzt unsere Kinder eben auch immer mitnehmen, wenn wir am Studieren sind. Außerdem haben wir erfahren, dass Luna nochmal Schwester wird. Große Schwester von einem kleinen Bruder höchstwahrscheinlich, weil Stella nochmal schwanger ist. Ja, das ist überraschend gewesen, aber ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Es ist ja richtig schön, dass Stella und Noam sich so sehr lieben, dass sie noch ein Baby bekommen wollen. Ich bin mal gespannt, ob das dann das letzte Baby sein wird der beiden. Wir müssen mal gucken, ob wir dann, wenn das Baby da ist, vielleicht noch irgendwie ein Kinderzimmer einrichten bei den beiden. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal starten wir mal in den Part und wir haben wieder einiges, was ich gerne machen möchte. Ja, wir schließen direkt an den letzten Part an. Luna ist hier gerade im Reich der Magie. Ich habe gerade eben den Kindergarten hier gebaut, der da hinten zu finden ist. Ophelia und die Sarah werden dann da eben ja, ihre Zeit verbringen können, während ihre Mama hier ihrem Magiestudium nachgeht. Wir haben tatsächlich einige Dinge, die ich erledigen möchte. Und zwar möchte ich ganz gerne hier diesem Bestreben weiter nachgehen. Also ich möchte auf jeden Fall, dass sie zumindest jetzt noch einen Zauber lernt. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Part endlich mal einen Zaubertrank brauen. Oh, Stella ruft an. Okay, ja, geh auf jeden Fall mal ran, Luna, mit deiner Mama ein bisschen telefonieren. Luna, das fand ich sehr interessant, als ich das eben gesehen habe, möchte einen mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Oh, okay. Warum lesen Menschen Bücher? Das ist ganz einfach, weil sie den Autor mögen. Das hast du, du hast einen guten Ruf und das ist alles, was zählt. Wir könnten eine berühmte Schriftstellerin aus dir machen. Normalerweise würdest du mit einem kleinen Blog anfangen, den niemand liest, aber weil du so eine große Nummer bist, möchten wir dich zur Verfasserin regelmäßiger Beiträge machen. Also Leute, ich bin gerade echt im Überlegen, ob wir das annehmen, weil das würde eigentlich gut zu Luna passen. Und ich meine, es kann ja sein, dass dieser Verlag jetzt eben auf Luna aufmerksam geworden ist, weil sie hat ja immerhin sogar schon eine Starlight-Auszeichnung. Also sie ist wirklich eine berühmte Autorin. Und da ist es ja wirklich auch jetzt gar nicht so unrealistisch, dass jetzt so ein Verlag auf sie zukommt und sagt, okay, wenn du jetzt bei uns anfängst, dann würdest du auch mit einer höheren Jobleistung eben starten. Wir nehmen das einfach mal an, Leute. Kündigen können wir ja immer noch. Und oh mein Gott, wir haben einfach, haben wir jetzt, oh mein Gott, haben wir gerade 2000, habe ich das richtig gesehen, haben wir 2000 Simoleons bekommen, weil wir jetzt da angefangen haben? Wie heftig ist das denn? Okay, Leute, ich hoffe, das war jetzt eine gute Idee. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, wenn Luna jetzt eben auch mal einen regulären Job nachgeht. Ich glaube, das habe ich bisher in meinen Let's Plays so noch nie gemacht, dass meine Sims ganz normale Jobs haben, weil mich das eigentlich immer ein bisschen nervt, wenn die dann eben so lange unterwegs sind. Aber also ich meine jetzt so, um mal erstmal ein bisschen Geld zu verdienen, fände ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie dann jetzt eben diesen Job nachgehen würde. Und dann, also wie es aussieht, verdienen wir wirklich gutes Geld. 50 Simoleons pro Stunde. Wenn wir dann zusätzlich noch unsere, okay, sie hat Tratsch über die tote, Moment, Octavia ist die Oma von... Nee, Octavia ist die Mutter von Noam, demnach die Oma von Luna. Das heißt, Stella hat gerade pikanten Tratsch über die tote Oma von Luna verbreitet. So was macht man nicht, Stella. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen Job und werden da jetzt wahrscheinlich gutes Geld verdienen können. Okay, Sarah ist zu warm. Da müssen wir jetzt dringend mal was gegen tun. Wir sollten sie mal umziehen. Sarah, zieh dir mal gerade hier dein normales Outfit an. Vielleicht solltest du das auch mal machen, Ophelia. Einfach mal was anderes anziehen, weil hier im Reich der Magie ist es nämlich nicht so kalt wie zu Hause. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, ein Töpfchen hier hinzustellen. Das werde ich auch mal gerade noch machen. Okay, so, jetzt haben wir nämlich ein Töpfchen hier. Ophelia möchte gerne freundlich zu Luna sein. Das kannst du sehr gerne machen. Ist immer nicht verkehrt, freundlich zu seinen Eltern zu sein. Ja, dann kannst du nämlich jetzt hier einmal auf das Töpfchen gehen. Isara, hast du dich schon umgezogen? Mach das mal schnell, dass es dir nicht zu warm ist. Dann geht es dir nämlich gleich viel besser und dann kannst du dich nämlich eigentlich hier sogar in deinem neuen Kindergarten mal ein bisschen ausruhen. Weil du bist nämlich ganz schön müde und ich glaube, dann kannst du danach auch mal aufs Töpfchen gehen. Aber das kriegt ihr schon hin. Ihr kriegt das schon hin, dass ihr euch jetzt hier ein bisschen beschäftigt im Kindergarten und in der Zeit können wir mit Luna dann nämlich eben jetzt mal die ganzen Dinge erledigen, die ich irgendwie schon seit Wochen, seit Parts vor mir her schiebe. Und zwar wird sie definitiv, wir haben ja für Luna einen Zauberstab gekauft. Den wird sie jetzt auf jeden Fall in Zukunft dann verwenden. Wir können ja so tun, als wäre das jetzt eben, dass sie jetzt eben ja im Rang aufgestiegen ist. Ist sie ja. Wir haben ja mittlerweile, sind wir ja Gehilfin. Und das bedeutet jetzt, dass sie jetzt eben in der Lage ist, mit einem Zauberstab umzugehen und dass wir deswegen jetzt diesen Zauberstab auch verwenden können. Wir werden außerdem jetzt... Huch. Oh, also okay. Wir werden außerdem jetzt unseren ja, Immerbesen verwenden, finde ich ein bisschen blöd, weil die dann immer mit dem Besen überall hinfliegen.
Ich weiß nicht, wir können ihn ja mal als bevorzugter Besen. Ich weiß nicht, ob sie den dann ab und zu mal benutzt, aber auf jeden Fall haben wir einen Besen und einen Zauberstab jetzt. Und das gleiche werden wir jetzt auch noch für Amy machen. Amy hat nämlich noch gar keinen Zauberstab. Amy, wo bist du? Okay, Amy sitzt noch hier. Sie hat ja im letzten Part ein Duell gegen Lumiel gewonnen. Das fand ich auch richtig cool. Also Amy ist wirklich, glaube ich, eine sehr begabte Zauberin. Ich meine, gegen Luna hatte sie mal ein Duell verloren, aber ja, das ist ja, also wie gesagt, ne, das ist ja auch immer so ein bisschen Glückssache. Wer wird jetzt hier von wem angerufen? Okay, hey Luna, Kim Goldblume hat mich zu einem Date eingeladen. Soll ich zusagen? Ich will ja nicht sagen, Marc, aber ich glaube, Kim Goldblume könnte deine Mutter sein, so vom Alter her. Aber mach das, weil ich meine, wo die Liebe hinfällt und so, geh ruhig mit ihr auf ein Date. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Deswegen, so, Luna, wir haben jetzt unseren Zauberstab. Wir werden jetzt mal fragen, ob unsere Mentorin Izumi hier uns noch mal ein bisschen Unterricht geben kann. Und zwar jetzt eben mit einem Zauberstab. Das haben wir ja bisher auch noch nicht gehabt. Wir haben ja bisher immer eigentlich nur ja mit den Händen gezaubert. Und das ist jetzt das erste Mal. Johan, was willst du? Okay, ihr hattet viel Spaß. Das ist wunderbar. Ja, genau. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie dann eben einen Zauberstab verwendet und das wollen wir natürlich jetzt auch mal sehen, wie das dann eben aussieht. Ah, Luna, es ist so cool, dich mit einem Zauberstab zaubern zu sehen. Okay, wir haben ja im letzten Part, das müssen wir gleich auch mal ausprobieren, ob wir das machen können. Wir haben ja im letzten Part gelernt, wie man Essen herbeizaubert. Das ist auch was, was ich unbedingt nachher mal ausprobieren möchte. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, ob das jetzt hier so funktioniert. Magie üben? Nee. Wie kann man denn, oh, auf Futtersuche schicken? Oh Leute, ich habe so viele Sachen einfach noch gar nicht ausprobiert. Wir werden gleich mal Salem auf Futtersuche schicken. Ophelia, was hast du denn? Oh nein, es kümmert sich keiner um dich, ne? Bist du denn jetzt gleich auf deinem Töpfchen mal fertig? Dann kann nämlich vielleicht, Amy, hast du gerade Zeit, vielleicht mal ganz schnell Ophelia was zu essen zu geben? Das wäre ganz wundervoll, damit es ihr dann gleich was besser geht. Und dann kann Ophelia nämlich auch ein bisschen schlafen. Es ist auch schon relativ spät. Aber Luna ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und ich bin immer noch so froh, dass wir Amy bei uns im Haushalt haben. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie lange ihr denkt, dass Amy noch bleibt. Weil ich meine, sie ist ja jetzt in Sim-Zeit schon echt eine ganze, ganze Weile bei uns. Jetzt hat Luna natürlich gerade den neuen Job angefangen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sofort auszieht, während sie eben gerade jetzt eben, wie gesagt, diesen neuen Job angetreten hat. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt, wie lange sie ungefähr eben noch bei uns wohnen bleibt oder ob sie vielleicht dann doch dauerhaft bei uns wohnt, was ich aber irgendwie nicht so richtig glaube. Ja, wie gesagt, schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Okay, und ich habe gerade gesehen, wir können auch noch 2 Talentpunkte vergeben. Das haben wir ja auch schon länger nicht mehr uns angeschaut. Jetzt ist hier nämlich auch was Neues dazu bekommen, weil wir natürlich jetzt hier im Rang gestiegen sind, haben wir jetzt diese Reihe auch noch zur Verfügung. Okay, also das hatten wir anscheinend schon, oder? Oder haben wir das? Nee. Okay, Leute, ich blicke noch nicht so richtig durch. Aber okay, es kann natürlich sein, wir haben, glaube ich, jetzt hier eins reingetan. Und jetzt müssen wir entweder hier aus dieser Reihe etwas machen. Und man muss halt immer das Unterste, damit man das da drüber dann eben lernen kann. Also wir haben das jetzt noch nicht, sondern das würde uns einen Punkt kosten. Okay, jetzt habe ich es verstanden, Leute. Alles klar. Also wir könnten jetzt hier Partikeljagd. Der Sim kann Magiepartikel immer sehen und einsammeln. Partikel können gegen Erfahrung und geringe zufällige Bedürfnisboosts eingetauscht werden. Das werden wir mal machen, weil wir können auf jeden Fall hier Erfahrung und so weiter gebrauchen, weil wir haben ja noch einen langen, langen Weg vor uns bis zur Meistermagierin. Ja, und ich glaube, danach könnten wir dann, der Anstieg der Zauberladung ist geringer. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Ja, und dann haben wir dann immer noch sehr, sehr viel. Okay, wir könnten jetzt hier auch noch das Forschen, Experimentieren und Lesen von Folianten geht diesem Sim viel schneller von der Hand. Das würde natürlich sehr gut zu Luna passen, finde ich, weil sie ja halt so eine, ja, so ein Bücherwurm ist, der sich mit Sicherheit auch sehr intensiv und gut mit solchen Dingen beschäftigen kann. Das mit dem Sammeln würde irgendwie gut zu Amy passen, finde ich. Und beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten. Ist auch nicht schlecht. Aha, schalte magische Sozialinteraktion mit anderen Magiern frei, um Magie-EP zu erhalten. Das finde ich auch ganz cool. Aber irgendwie finde ich, passt das hier besser zu Luna, oder? Das Forschen, Experimentieren und Lesen von Folianten geht diesem Sim viel schneller von der Hand. Ja, wir nehmen das einfach mal. Wie gesagt, ich glaube ja, dass man das jederzeit ändern kann, wenn ich mich nicht irre. So haben wir aber auf jeden Fall diese Talentpunkte dann eben nicht verschwendet. Genau. Wir haben auch schon wieder einiges hier geschafft, finde ich. Also, ich meine, es steht noch einiges hier uns bevor, aber wir haben jetzt schon wieder einiges geschafft, weil ich meine, wir haben im vorletzten Part erst den nächsten Rang erhalten. Und ich finde, dafür, dass wir jetzt noch nicht so unfassbar viel gelernt haben, geht das schon relativ gut voran hier. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mal gucken, was sind das die
Magiepartikel hier, die wir einsammeln können jetzt? Ja, perfekt. Das werden wir auf jeden Fall gleich auch mal machen und mal gucken. Und ich glaube tatsächlich, Leute, dass wir dann jetzt auch gleich mal wieder zurück nach Hause müssen, weil unsere Kinder dringend ins Bett müssen. Ich weiß, sie können auch im Kindergarten schlafen, aber wir können ja jetzt nicht die ganze Nacht hier im Reich der Magie bleiben. Amy, mit dir habe ich auch noch Dinge vor. Und zwar, du bist auch sehr müde und dich nerven die stinkenden Windeln, ja. Wir wollen mit Amy auf jeden Fall auch noch einen Zauberstab kaufen gehen. Und das geht hier in der Zaubererallee. Salem Shepard hat Folgendes gefunden: eine geheimnisvolle Zauberkiste. Der Fund wurde in sein Haus als Inventar gelegt. Wie cool ist das denn? Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was das ist. Okay, ich glaube, das sollten wir besser zu Hause gleich auspacken. Ja, können wir auch gerade gar nicht benutzen. Aber wie cool ist das denn? Da muss ich unbedingt gleich dran denken, dass wir das nachher uns mal angucken, was Salem da gefunden hat, weil das ist ja richtig cool, dass er einfach jetzt was finden kann. Okay, Amy, du gehst bitte einmal zu diesem Laden hin und gehst ein bisschen handeln. Und dann kannst du dir einen Zauberstab aussuchen und einen Besen, weil das ist nämlich das, was du jetzt in Zukunft häufiger brauchen wirst. Denn du bist ja auch schon Gehilfin. Und das heißt, nach unserer Logik wird sie jetzt auch eben einen Zauberstab und einen Besen verwenden können. Sie möchte gerne. Oh mein Gott, Amy! Sie möchte mit Brayden flirten. Also, ich meine, das zerstört natürlich jetzt alle unsere Pläne, wenn das was werden würde. Weil ihr seid ja momentan eher, also entweder dafür, dass Luna eben was mit Amy anfängt oder was mit Brayden. Und wenn Amy und Brayden jetzt zusammenkommen würden, dann würde das alle Pläne in die Luft jagen. Also da hätten wir dann im Grunde nichts mehr, was wir in diese Richtung vorhaben. Wie findet sie denn Brayden? Das finde ich ja interessant, dass sie mit ihm flirten will. Wo ist er denn hier? Sehr attraktiv. Wie süß. Also ich, schreibt mir, was ihr davon möchtet, dass Amy Brayden attraktiv, also sehr attraktiv findet und gerne mit ihm flirten möchte. Also ich werde das jetzt definitiv noch nicht machen in diesem Part, weil ich möchte nämlich nichts machen, was euch so absolut missfällt. Deswegen, okay, schade, wir bekommen keinen Rabatt. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Entwicklung jetzt hier. Das wäre jetzt auch etwas, was ich so gar nicht geplant hätte. Aber mal gucken, wie gesagt, ich warte jetzt mal ab, was ihr davon haltet. So, wir werden für Amy auch den knorrigen Besen kaufen. Wo sind denn Zauberstäbe? Gibt es hier keine Zauberstäbe? Okay, dann gibt es hier erstmal nur den Besen und hier. Ah, okay, hier gibt es Zauberstäbe. Okay. Und dann werden wir für Amy auch noch einen Zauberstab kaufen. Und ich glaube, dann werden wir uns mal auf den Rückweg machen. Ich glaube, bis dahin ist Luna mit ihrem Zaubertraining auch durch. Okay, wir können einen antiken Holzstab kaufen. Oh, ein Marmorstab, der ist aber richtig teuer. Ich glaube, Amy bekommt auch erstmal so zum Üben diesen antiken Holzstab. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sofort direkt die Premium-Variante dann bekommen würde. Ja, dann hat sie jetzt aber auch, jetzt müssen wir bei ihr, glaube ich, auch noch sagen, dass sie immer Zauberstäbe verwenden soll. Genau. Und dann können wir hier auch noch als bevorzugten Besen, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bewirkt. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Hause, weil es geht allen mittlerweile nicht so besonders gut. Ich habe gerade auch schon gesehen, Luna ist ein bisschen traurig, Amy geht es nicht so gut, weil sie total müde ist. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Hause und können sich jetzt alle mal ein bisschen ausruhen. Und dann gucken wir mal, was der morgige Tag für uns bereithält. Okay, wir sind zu Hause und Amy wird jetzt sofort mal ins Bett gehen. Sie ist einfach so müde, arme Amy. Ja, und dann können wir die Kinder sind natürlich jetzt überhaupt nicht müde. Also zumindest Isara ist total fit und wach und möchte, glaube ich, nur ganz gerne mal von irgendjemandem gebadet werden. Duna, das kannst du jetzt mal gerade erledigen. Ja, und dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal, dass es gleich allen ganz gut geht. Hier, Isara im Schaumbad baden. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn alle geschlafen sind, ausgeruht sind und es allen gut geht. Okay, es ist der nächste Morgen. Also, wir haben 4:33 Uhr und Amy hat sich dazu entschieden, schon aufzustehen. Und mir ist gerade eingefallen, dass sich ja, wie gesagt, die Erstellerin von Amy gewünscht hat, dass ich Lilith noch zur Begleiterin mache. Genau. Das werden wir mal gerade machen. Und Lilith scheint krank zu sein, denn wir können sie zur Tierklinik bringen. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch gerade mal schnell erledigen. Und dann habe ich gesehen, dass Luna gleich ihre erste Schicht haben wird in ihrem neuen Job. 4 Stunden noch bis zur. Okay, hat sie sie jetzt an sich gebunden? Sie glitzert gar nicht, oder? Ah ja, okay, es ist bereits Begleiter. Okay, das scheint aber funktioniert zu haben. Wir werden aber jetzt die Arme auf jeden Fall mal gerade zum Tierarzt bringen und dann mal gucken, ja, was ihr fehlt. Also Leute, ich denke die ganze Zeit noch an diese Geschichte mit Brayden und Amy, ne? Das geht mir irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil, also ich fände es irgendwie schon süß, wenn Amy mit Brayden zusammenkommen würde, weil ich glaube, die beiden passen schon ziemlich gut zusammen, weil beide, glaube ich, so ja eher zurückgezogene und ja, so introvertierte Typen sind. Ich kann mir irgendwie schon ganz gut vorstellen, dass das passt. Also ich habe es bisher irgendwie noch nie so richtig in Erwägung gezogen, aber ja, wie gesagt, da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt.
Oh, okay, Leute. Und hier beim Tierarzt steht gerade Ariella. Ariella ist ja, Leute, ich blicke mittlerweile so richtig nicht mehr durch bei den ganzen Verwandtschaftsbeziehungen. Aber Ariella ist doch die Schwester von Luna, oder? Die Tante, Entschuldigung, die Tante, weil sie ist ja die Schwester von Stella und die Tante demnach von, genau, die Tante von Luna, oder? Ich bin jetzt, ich. Also, sie ist die Halbschwester, genau, sie ist die Halbschwester von Stella und die demnach dann die Tante von Luna. Und irgendwie fände ich es richtig schön, wenn ja Amy jetzt hier Ariella zufällig kennenlernen würde. Und vielleicht werden die beiden Freunde und irgendwie hätten wir dann vielleicht so langsam auch endlich mal die Verbindung zur Familie. Okay, aber irgendwie mag Amy Ariella nicht so richtig. Aber ich glaube, Ariella ist halt auch so ein Typ Mensch, der sehr, ja, wie soll ich das beschreiben, so sehr extrovertiert ist und sehr viel so aufs Äußere Wert legt und sehr gerne im Mittelpunkt steht und solche Dinge. Und das ist natürlich jetzt so das, was Amy, also wo Amy gar nichts mit anfangen kann. Deswegen ist das schon irgendwie verständlich, dass das jetzt nicht so direkt so vibe bei den beiden ist. Sie findet sie auch total unattraktiv. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Also irgendwie wird die Verbindung über diese Seite wahrscheinlich dann eher nicht entstehen. Hier ist aber auch noch Amaya, wenn ich das richtig sehe. Genau, Amaya ist ja ebenfalls die Schwester von Stella, die Halbschwester, genau. Und vielleicht passt das irgendwie besser, weil Amaya ist ja vom Typ her ein bisschen anders als Ariella. Ja, okay, doch. Das scheint schon ein bisschen besser zu sein. Beim ersten Treffen erscheint dieser Sim Amy als sehr, sehr, sehr bewundernswerte Person. Okay, das ist ja schon mal schön. Dann passt das irgendwie mit Amaya besser, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil, wie gesagt, Ariella halt echt so eine Person ist, die voll gerne so im Mittelpunkt steht und all solche Dinge. Amy wäre gerne schwanger, sehe ich gerade. Ach, Amy, so viele Dinge, die ich über dich neu erfahre. Okay, und sie findet, Amy findet, nee, Amaya findet Amy lustig. Das ist ja auch süß, okay. Also die beiden scheinen sich schon mehr so zu mögen. Ich sag mal so, freundschaftlich halt natürlich. Wer weiß, vielleicht entsteht da ja irgendwie eine Freundschaft und es kann ja sein, dass Luna dann darüber irgendwie ihre Tante mal kennenlernt, weil soweit ich weiß, kennt Luna ihre Tanten noch gar nicht. Also jetzt die Tanten von, also die Schwestern von Stella. Weil Stella ja komplett mit der Familienseite komplett abgebrochen hatte damals. Und deswegen wäre das natürlich jetzt, wie gesagt, irgendwie schon ein bisschen schön, wenn sie darüber dann jetzt den Kontakt eben wieder zur Familie finden würde. Ich weiß natürlich nicht, was Stella davon halten würde, weil sie ja mit ihren Schwestern wirklich gar keinen Kontakt hat, weil sie ja Dexton, also den Vater der beiden, total gehasst hat und ihre Mutter ja dann auch zum Ende hin. Und also insofern weiß ich jetzt nicht so richtig, ob Stella das jetzt so gut finden würde, wenn Luna dann eben Kontakt zu ihren Tanten hätte. Aber ich weiß auch nicht, ob Stella eine Person ist, die das dann so komplett unterbinden würde. Wir müssen das Ganze mal auf uns zukommen lassen, ob daraus jetzt überhaupt eine Freundschaft entsteht. Aber die beiden unterhalten sich auf jeden Fall sehr schön. Kann jetzt mal bitte jemand unsere Katze hier behandeln? Amy muss gleich auch zur Arbeit. Ah, okay, da kommt gerade eine Tierärztin und kümmert sich um Lilith. Das ist wunderbar. Und wir werden leider, Lilith, es tut mir furchtbar leid, wir werden die Basisbehandlung nehmen. Sonst ist unser ganzes Geld schon wieder fast weg. Es tut mir furchtbar leid, muss jetzt erstmal ein bisschen mit einer Halskrause rumlaufen. Aber Leute, was ich total süß finde, ist echt, also Amy und Amaya verstehen sich wirklich richtig gut. Also die haben sich jetzt hier die ganze Zeit unterhalten und die ganze. Okay, Amy, du musst jetzt zur Arbeit gehen. Ja, aber irgendwie scheint das wirklich gut zu passen, so freundschaftsmäßig. Das finde ich richtig, richtig schön. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt Amy mal schnell zur Arbeit gehen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Amy und Luna dann eben wieder von der Arbeit zurückkommen. Oh, okay. Dein Haushalt hat 571 Simoleons durch Kindesunterhaltszahlung verdient. Also Leute, ich würde mal sagen, finanziell läuft's bei uns. Also Amy hat jetzt auch gerade nochmal 581 Simoleons mit nach Hause gebracht. Ich meine, wie gesagt, Amy wird auf jeden Fall viel Geld auch. Ich würde mal sagen, sie nimmt so locker 2000 Simoleons dann auch wieder mit, weil das ist locker das, was sie, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel hat sie denn jetzt so verdient in der Zeit. Ich meine, gut, ihr habt geschrieben, dass sie auch ein bisschen was Luna lassen wird. Vielleicht nimmt sie auch nur 1000 mit, wenn sie auszieht. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie viel Amy mitnimmt, wenn sie dann auszieht. Und außerdem müsst ihr mir auch unbedingt schreiben, vielleicht habt ihr das auch unter dem letzten Part schon gesehen, geschrieben, wann Amy ausziehen soll. Habe ich überhaupt erwähnt, dass ich nach dem letzten Part aufnehme? Ich hoffe es, weil sonst, also ich kann aktuell auf eure Kommentare noch nicht eingehen, weil ich direkt im Anschluss an den letzten Part aufnehme. Was ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne mache. Es passt für mich immer sehr gut, wenn ich so einen Aufnahmetag habe. Aber egal, egal, Jessica, hör auf zu reden. Amy geht es momentan nicht so gut und sie wollte ja unbedingt mit Brayden flirten. Ich würde das so gerne machen, Leute. Ich würde so gerne wissen, ob das passt. Aber ich will nichts ohne eure Zustimmung machen, weil das ja schon, ja, die Story sehr, sehr heftig beeinflussen würde.
Amy braucht auf jeden Fall gerade ein bisschen Spaß und deswegen würde ich sagen, du kannst jetzt mal gerade hier vielleicht ein bisschen mit deiner schlafenden Katze spielen. Schläft Lilith gerade im Sitzen? Oh nein, Lilith! Ist das wegen diesem Trichter? Kannst du deswegen nur im Sitzen schlafen? Das ist ja fürchterlich. Gott, du Arme. Wir hätten vielleicht doch besser die teure Behandlung genommen. Okay, ja, wahrscheinlich hätten wir das einfach von Amys Geld bezahlen können und hätten dann Amy weniger Geld mitgeben können oder so. Aber ja, solche Gedanken kommen natürlich dann immer erst im Nachhinein. Oh, Luna hat auch 400 Simoleons mitgebracht. Das ist so krass. Was geht denn jetzt auf einmal ab bei uns mit unserem Geld? Also wie gesagt, schreibt mir unbedingt, was ihr denkt, wie viel Amy mitnehmen wird, wenn sie wieder auszieht. Und eben, was ihr denkt, wann sie wieder auszieht. Ja, aber jetzt auf jeden Fall die Geschichte mit Brayden. Falls ihr das interessant fändet, wenn die beiden auf ein Date gehen würden. Das würde ich auf jeden Fall noch machen, während Amy halt hier wohnt. Also das würde ich auf jeden Fall dann eben gerne selber spielen, falls wir das dann eben so machen. Aber kann ja auch sein, dass ihr sagt, nein, Brayden soll auf jeden Fall Luna gehören. Also gehören, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber Leute, im Hinblick auf die Zeit, ich nehme einfach schon wieder so lange auf, würde ich diesen Part jetzt beenden. Ich könnte Stunden, Stunden, Stunden aufnehmen. Wirklich, mir macht das so viel Spaß, wenn das aufnehmen. Da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass es dann eben nicht zu lang wird. Ja. Was haben wir in diesem Part überhaupt gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir in diesem Part gemacht? Ich muss nachher beim Schneiden mal gucken, was wir gemacht haben in diesem Part. Ich kann es euch jetzt gerade gar nicht so richtig zusammenfassen, aber ihr werdet es ja vielleicht besser wissen als ich. Ja, wie gesagt, Hauptthema, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von Amy und Brayden halten würdet, wenn die beiden eben mal auf ein Date gehen. Ob sich dann eine Beziehung daraus entwickelt, weiß ich natürlich nicht. Kann ja auch sein, dass Amy, also ich meine, ihr seid ja der Meinung, dass Amy doch eigentlich in Luna verliebt ist. Aber kann ja sein, dass sie vielleicht das jetzt auch versucht, so ein bisschen zu leugnen, weil sie halt merkt, dass Luna eigentlich so gar kein Interesse an ihr hat und dass sie halt versucht, sich jetzt so ein bisschen abzulenken, vielleicht mit Brayden und dass sie deswegen halt mit ihm flirten möchte, einfach um ja so ein bisschen abgelenkt zu werden, dass sie nicht die ganze Zeit dann eben an Luna denkt und dann vielleicht aber auch merkt, nee, klappt trotzdem nicht. Also sowas kann man nicht erzwingen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet und was eure Ideen so sind zu dem Thema. Und ich glaube, dann haben wir alles. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.